liebe Monheimer, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Aula. Nils Wücker ist da, heute hier bei uns in Monheim. Hallo. Ja, wir freuen uns darauf, auf deinen ersten Auftritt hier in Monheim, der erste von, sag ich mal, mindestens vieren, die wir erleben werden, in deiner Künstlerresidenz. Was bedeutet das für dich, hier den Auftakt und generell das kommende Jahr in Monheim am Rhein verbringen zu dürfen? Ja, ich freue mich riesig, hier zu sein. Also seit Dienstag sind wir hier, haben ja schon hier geprobt und das passiert irgendwie nicht oft, dass jemand auf einen zukommt und sagt so, wir wollen gleich mehrere Konzerte und möglichst alle Sachen, die wir noch nie von dir gehört haben. Also das ist sehr, sehr schön und spannend als Künstler, so eine Einladung zu bekommen, so eine Wildcard und wo direkt so ein Vertrauen da ist, mach doch mal was du noch nicht gemacht hast. Hast eine tolle Band, hast tolle Künstler für den heutigen Abend gewinnen können, worauf sie sich jetzt auf jeden Fall schon mal freuen dürfen. Dauert nicht mehr lang, geht's gleich los. Aber lass uns über 1977 sprechen, das Thema des heutigen Abends. Dein Geburtsjahr. Was verbindest du mit der Musik, um das es ja auch heute hier geht? Aus dem Jahr 77. Es war einfach so, dass, klar, das Geburtsjahr als Zahl, das fällt einem natürlich auf. Und irgendwann ist mir die Zahl einfach sehr oft bei Stücken begegnet. Und ab einem gewissen Punkt dachte ich eigentlich so, es gibt echt eine Menge unglaublich guter Musik aus dem Jahr. Und es wäre doch mal schön, sich für einen Abend einfach nur Stücke aus diesem Jahr vorzunehmen. Und das haben wir hier gemacht. Also es gibt einfach so, es gibt Stücke, die halt so richtig nach 70er klingen. Und es gibt aber auch Stücke, wie, finde ich zum Beispiel Easy von Commodores, das hört man und denkt so, das kann nicht so alt sein, das fühlt sich, also es gibt auch eine Menge zeitloser Stücke und es hat sich wahnsinnig viel gemischt, irgendwie Billy Joel ist dann spielen wir einen Popsong, der könnte genauso gut eigentlich eine richtige Jazznummer sein. Und was mir eben auch noch aufgefallen ist, deswegen fand ich das dann auch besonders spannend, dass halt nicht nur generell viel gute Musik passiert ist in dem Jahr, sondern auch gerade in Deutschland ziemlich viel passiert ist. Also ich meine, es gab ja Disco in der Zeit und Disco war riesig. Und aber auch aus München raus hat halt irgendwie Giorgio Moroder mit seinen Sachen mit Donna Summer so eigentlich dann wirklich aus München raus Disco mitgeprägt und vor allem für viele eigentlich so elektronische Tanzmusik so den Weg bereitet in dem Jahr. Und dann in Jahren zuvor war halt Krautrock ja richtig groß und David Bowie ist nach Berlin gezogen, weil er das so inspirierend fand. Und er hat halt zwei sehr ikonische Alben in dem Jahr in Berlin eben produziert und veröffentlicht, nämlich Low und Heroes. Und wir gliedern den Abend auch so in drei Teile. Es gibt drei Sets. Also das erste ist Disco und Funk und eben auch so dieses Moroder Sound of Munich. Und das zweite ist dann David Bowie. Und dann gibt es aber einfach grundsätzlich noch so viele tolle Songs, an denen wir nicht vorbeigehen konnten, dass wir noch ein drittes Set einfach so mit Hits of 1977 haben. Wir freuen uns unglaublich auf diesen tollen Abend hier. Ich darf schon sagen, ich durfte schon ein bisschen bei den Proben reinschnuppern. Es lohnt sich, es wird ein richtig, richtig cooler Abend. Wir freuen uns also drauf. Nils, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich darf dich noch ein bisschen mental darauf vorbereiten, aber wir nehmen natürlich die Zuschauer und die Gäste auch heute schon mal mit. Aber erstmal für den Moment vielen Dank, Nils Wücker. Applaus